Heute werde ich mal einen Brieföffner drechseln. Ich habe hier mal noch schon zwei, die ich schon fertig habe. Das war einer hier mal aus Esche. Der erste sieht noch ein bisschen unförmig aus hier am Übergang, finde ich. Dann habe ich einen aus Wengel mal gemacht. Ja, und heute will ich mal einen aus Zwetschgenholz drechseln. Also ich hatte schon mal ein bisschen vorbereitet, schon mal ein bisschen geschlichtet. Und ja, da gehen wir jetzt mal ran. Jetzt zeichne ich mir mal grob an die Abmessung vom Griff und von der Klinge. Hier brauchen wir eine schlanke Taille, damit wir hier in der Seitenansicht die Klinge schlank bekommen. Hatte ich das noch nicht gemacht, da hatte ich hier einen größeren Durchmesser, daher ist das hier vorne so dick. Das sieht ein bisschen komisch aus und jetzt bei dem ist es schlanker. Kann man mal schön die Rattermarken sehen. Entstehen manchmal durch Schwingung. Ist sauber gefräst, aber trotzdem entstehen hier solche, so eine Art Hobelschläge. Hier auch. Muss ich noch rausschleifen. Aber hier schön die violette Färbung vom Zwetschgenholz. Die Geschwindigkeit runter, die Umdrehungszahl. Und ich kann mir auch irgendwas Rundes zur Hilfe nehmen. Hier den Radius nochmal schön nachschneiden will. Ich will die Radien schön ineinander übergehen
haben, dann kann ich an einer bestimmten Stelle nochmal nachschleifen. So, jetzt wässere ich das zwischendurch mal, mache einfach nass. Dadurch richten sich die eingedrückten Holzfasern auf. So, das lasse ich jetzt einen Augenblick trocknen. So, jetzt will ich mal was ausprobieren, und zwar will ich mal mit Brennen versuchen. Jetzt habe ich mir so einen kleinen Draht hier genommen vom Bautenzug. Ich habe einen abgelöst, den will ich jetzt hier mal so ranhalten. Gucken, ob es brennt. So, ob man so eine feine Fuge hinbekommt. So, jetzt kommt zum ersten Mal meine Schleifscheibe zum Einsatz. Der letzte Arbeitsschritt, oder der vorletzte, ist ja jetzt das Messer vorne noch zu schleifen. Das könnte man auch drechseln. Das werde ich auch irgendwann mal ausprobieren. Da muss man sich so eine Vorrichtung bauen, dass er dann auf dieser Bahn sich rumdreht. Aber jetzt im ersten Schritt werden wir es erstmal manuell schleifen. Dazu habe ich mir eine Schleifscheibe gebaut. Den Tipp habe ich von Daniel bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Dann haben wir hier die Schleifscheibe mit dem 100er Papier. Hier hinten habe ich die Planscheibe. Also wenn man jetzt die Klinge schleift, muss man aufpassen, dass man nicht hier an den Griff mit der Schleifscheibe gelangt. Das ist mir zweimal passiert, muss ich jetzt hier nochmal rausschleifen. Ich habe immer die Angewohnheit, am Schleifpapier zu sparen, aber das macht wirklich keinen Sinn. Das sind Centartikel. Lieber mal ein neues nehmen und das alte mal wegschmeißen. Eine war jetzt hier mit Metallstaub. Da hatte ich meine Drechselbank mit abgeschliffen. Da macht man sich natürlich das Holz dreckig. So, man kann auch darauf achten, wenn man jetzt die Klinge anschleift, oder bevor man die Klinge anschleift,
auf dem Faserverlauf des Holzes. Also ich würde es immer so machen, dass ich die stehenden Jahresringe senkrecht zur Schneide setze. Weil andersrum kommst du dann halt mit dem Frühholz, würde es parallel zur Klinge laufen und dann gibt es unschöne Ausbrüche. Vielleicht kann man das hier sehen. Gibt es hier solche Hacker, entstehen dann dadurch durch die Holzbohren. Und wenn man die senkrecht zur Klinge setzt, kriegt man ein schöneres Klingenbild. So, als letztes kommt die Oberfläche. Dann nehme ich wieder das gute Libusöl. Sparsam auftragen. Und wird das schön angefeuert. Kommt die Maserung und die Textur schön raus. Von den drei Adern, die hier reingebrannt haben, sieht wunderbar. Also ich habe jetzt nochmal nachgeschliffen, weil man nach dem Ölen sieht man die Riechen meistens besser. Kann man ruhig nochmal nachschleifen. Ölen. Tja, das war's. Danke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat,